Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Morgen. Wir möchten Ihnen heute das Thema Augmented Reality, Augmented Automation vorstellen. Wir wollen Sie noch erfolgreicher machen und Ihnen eine effiziente Service Chain als Lösung anbieten und ein bisschen was dazu erzählen. Wir, das sind mein Kollege Stefan Ja, Burgdorf schönen guten Morgen in die Runde. und mein Name ist Heike Freimuth. Ja, dann steigen wir direkt hier ein. Stefan, möchtest du hier einfach nochmal den klassischen Support-File, den Prozess vorstellen? Genau. Also vielleicht nochmal in die Runde ganz kurz. Wir möchten Ihnen natürlich heute aufzeigen, was Augmented Automation ist und wofür es eingesetzt wird. Und ein Klassiker ist, ja, dass wir einfach mal jetzt anhand eines Service-Prozesses aufzeigen, wie der normale Fall ist, den Sie ja wahrscheinlich auch alle kennen. Das heißt, es geht mit einer Störung einer Anlage los. Und jetzt steht man davor und sagt, Mensch, was ist das für ein Fehler? Wälzt einen Haufen Dokumente, vielleicht einige PDFs oder das eigentliche Manual der Maschine, begibt sich auf die eigene Fehlersuche und stellt dann hinterher fest, ups, ich werde wahrscheinlich doch den Experten jetzt kontaktieren müssen und ja, ruft, wie hier auch auf der Folie zu sehen ist, den entsprechenden Support-Mitarbeiter an. Ja, da beginnt die klassische Fernwartung, wenn ein Zugriff zum Beispiel auch über VPN erfolgen könnte. Das heißt, also, wenn Ihre Maschine über einen VPN-Anschluss oder einen Tunnel verfügen, wäre jetzt hier die Möglichkeit, schon mal ein paar Daten auszulesen. Vielleicht nochmal an der Ja, Stelle, was uns gern. dann auch interessiert, arbeiten Sie bereits in Ihrem Unternehmen mit VPN? Das würde uns interessieren. Sie bekommen gleich eine Frage eingeblendet von Frau Legiero-Schlichting und beantworten Sie diese bitte einfach mit Ja oder Nein. Dann können wir uns hier einfach an der Stelle schon mal einen Überblick verschaffen. Genau, wir haben ja in der Vergangenheit auch festgestellt, dass viele Unternehmen halt noch nicht über VPN verfügen. Das ist immer dem Alter der Maschine geschuldet. Natürlich, auf der anderen Seite aber auch jederzeit nachrüstbar. Insofern würde uns jetzt natürlich interessieren, auf welchem Stand Sie in Ihren Unternehmen sind, um hier auch nochmal zu sehen, mit welchen Lösungen oder mit welchen Gegebenheiten Sie versuchen, eine Maschine auch aus der Ferne im Bereich der Datenanalyse in einem Fall des Ausfalls oder Störung zu analysieren. Ja, wir haben ja schon die Ergebnisse. 60% von Ihnen arbeiten bereits mit VPN. Da können Sie natürlich viele Daten auslesen bereits, aber wir haben die Möglichkeit mit unserer Lösung, dass Sie einfach noch viel mehr Dinge sehen können. Sie haben die Möglichkeit, mit Datenbrillen, mit anderen Endgeräten wie Tablets oder Smartphones zu arbeiten Exakt, ja, und genau. können visuell das Ganze wahrnehmen, aber eben auch auditiv. Ja. Ja, würde für mich bedeuten, klar, 60%, das ist schon mal eine schöne Zahl. Das ist aufgrund der vielen Teilnehmer, die wir jetzt haben, doch eine aussagekräftige Zahl. Absolut. Nach dem, ja, also innerhalb des Service-Prozesses muss man jetzt natürlich sehen, dass wenn diese Daten, die Sie auch über den VPN ausgewertet haben, vielleicht auch nicht zum Erfolg führen, kommen wir dazu, dass der Servicetechniker sich dann auf die Reise machen muss, Reiserüstzeit, ja, alles zusammenzupacken, was man dafür braucht, vielleicht auch schon die ersten Ersatzteile mitzunehmen, wenn man das analysieren konnte oder mit den Themen unterwegs ist, wo man sagt, naja, es könnte eventuell das oder das sein. Das ist Also, eben auch der große Vorteil, ne? ja, Wenn man genau. vorher mal die Möglichkeit hatte, Ja. das Ganze zu visualisieren Exakt. und zu identifizieren, was das Problem sein könnte, dass dann der Techniker, wenn er rausfährt, entsprechend schon die Ersatzteile auch dabei hat. Genau. Summa summarum aber gibt es einen großen Batzen Zeitverlust und Kosten, die entstehen erstmal. Für den Moment ist das erstmal noch nicht so wichtig, wenn es der Kunde bezahlt. Auf der anderen Seite, aber wenn Sie außerhalb, wenn Sie innerhalb Ihrer Garantiezeit in die Wartung müssen, kann man aus dem klassischen Serviceprozess einen viel, viel effizienteren Prozess machen. Und dafür wird zum Beispiel auch Augmented Automation oder Augmented Reality eingesetzt. Die erweiterte Realität, also die Wahrnehmung an der Maschine, die, ja, nehmen wir es ruhig, Ego-Perspektive, die eingenommen wird, mit der Sie dann fantastisch auch Zugriff haben, selbst als Experte im Background und sagen können, tatsächlich da in etwa könnte der Fehler liegen und gegebenenfalls mit dem Werker vor Ort schon zum Ergebnis kommen. Und dadurch haben Sie natürlich die Möglichkeit, alles viel transparenter auch zu gestalten, die ganzen Prozesse noch effizienter auch gestalten. Und Zeitverlust minimiert sich dramatisch und die Kosten entsprechend auch. Genau.
Ja, hier haben wir jetzt einfach mal das klassische Beispiel. Sie sehen hier unseren Silberrücken-Experten, unseren Supporter, der hier dem Techniker, der in diesem Moment gerade vor einem Schaltschrank steht und ein komplexes Problem zu lösen hat. Er bekommt jetzt hier von dem Servicetechniker alles, was an Informationen für ihn notwendig ist, direkt in diesem Fall in das Sichtfeld der Datenbrille hineingesendet. Ja, das heißt, das könnten Schaltpläne sein, das können Dokumente sein, alles, was notwendig ist, um ihn vor Ort eben besser zu unterstützen. Ja. Vielleicht für die Zuhörer im Webinar nochmal, wir zeigen diese Brille gleich auch nochmal oder später nochmal live, dass Sie sehen können, welches Produkt es sich da eigentlich handelt. Das ist jetzt hier natürlich etwas kleiner, aber was man hier schon sehr, sehr gut sehen kann, ist, es ist eine Möglichkeit, handsfree zu arbeiten. Das heißt, wenn Sie eine Brille aufhaben oder eine Datenbrille benutzen, können Sie mit Ihren Händen arbeiten und sind dadurch nicht gestört. Das ist besonders auch in schmutzigen Umgebungen oder in feuchten Umgebungen ein absoluter Vorteil. Das ist richtig, ja. Sie können natürlich auch, weil wir absolut geräteunabhängig sind, eben Ihre vorhandenen Devices bereits benutzen. Das heißt, wenn Sie Tablets oder Handys haben, können die entsprechend genauso für diesen Fall genutzt werden. Ja, ja, da wären wir auch schon beim Thema der Handsfree-Nutzung oder auch der weiteren Nutzung über mobile Devices, mobile Endgeräte, wie zum Beispiel Tablets. Das sehen Sie im unteren Bereich rechts eingeblendet. Also entweder ein Smartphone zu benutzen, eine Datenbrille. Später auch die Informationen, die über diese modulare Support-Plattform zum Tragen kommen, später noch in ERP- oder CRM-Systeme zu integrieren. Da sagt Frau Freimuth vielleicht noch ein Wort zu. Was aber jetzt hier nochmal ganz entscheidend ist, vielleicht an dieser Stelle. Sie können mit dieser Lösung out of the box arbeiten. Was verstehen wir darunter? Warum sagen wir das? Out of the box bedeutet nichts anderes in dem Fall, als dass Sie beginnen können, auspacken mit Ihrer Lizenz. Sie loggen sich ins Portal ein und sind direkt in der Cloud und können diesen Serviceprozess starten. Sie brauchen also keine IT-Infrastruktur irgendwie bereitstellen. Es muss nichts installiert werden. Sie sind quasi free und sofort dabei und können den Prozess aufsetzen. So ist es, und modular eben deswegen, weil verschiedene Apps hier zur Verfügung stellen. Das, was wir eben erzählt haben bereits, das ist eben der Support-Prozess. Das heißt, das ist Augmented Remote Support. Und dann haben wir eine weitere App, die nennt sich dann Augmented Instructions. Das heißt, hier haben Sie die Möglichkeiten, Schulungen zum Beispiel voreinzustellen. Sie können videografieren, diese dann hochladen in das Portal und immer wiederkehrende Prozesse entsprechend dann hier einzustellen. Und hier ist der große Vorteil, den man hat. Sie haben die Möglichkeit, aus dem Portal heraus offline dann eben auch zu arbeiten und das direkt auf Endgeräte herunterzuziehen. Ja, genau. Wenn Sie beispielsweise neue Mitarbeiter an Bord haben, bietet sich das wunderbar an, sodass Sie da dann sagen können, hier, schau dir doch mal den Prozess, den ich eben erklärt habe, autodidaktisch nochmal auf der Brille an, zum Beispiel, oder auf anderen Endgeräten, und dann kann man hier diesen Prozess sich nochmal anschauen. Ja. Reporting Tool, das bedeutet, dass Sie nach jedem Support-Fall, der aufgesetzt wurde, anschließend automatisch generiert ein PDF erhalten. Dort sind dann alle Kommunikationstools, die Sie innerhalb des Calls eben ausgeführt haben, enthalten. Das heißt, sämtliche Chats, die ausgetauscht wurden, noch mit dem Übersetzungstool, sämtliche Bilder, Snapshots, Screenshots, alles, was ausgetauscht wurde, um diesen Prozess entsprechend durchzuführen, wird anschließend festgehalten. Okay. Ja. Da sind wir wieder auch dann bei dem Thema Service Chain. Das ist halt eine gesamte Kette, die hier abgebildet wird. Und wenn Sie hinterher in der Lage sind, allen Mitarbeitern im Unternehmen oder den entsprechenden Mitarbeitern, die für die Maschinenwerke als Werker für die Maschinen dann auch zuständig sind, Bildmaterial, Videomaterial, PDFs, Manuals zur Verfügung zu stellen, und das weltweit in einer für Sie speziell aufgesetzten Datenbank. Also, da wüsste ich nicht mehr, was man noch besser machen könnte, um diese Prozesse richtig zu steuern und den Kunden sehr, sehr schnell auch bei ihren Problemen an den Maschinen zu helfen. Denn das ist es, worauf es ankommt letztendlich. Da werden sie sich vom Mitbewerb abheben, wenn sie schnellen und effizienten Service bieten können. Und Augmented Automation oder Reality sind hier in dem Fall die richtigen Wege, auch im Sinne der Digitalisierung und Industrie 4.0, hier einen Schritt weiterzukommen und sich als Unternehmen natürlich auch völlig anders zu platzieren, um vom Wettbewerb zu kommen. Genau, Sie haben vor allen Dingen hier die Möglichkeit, eine Wissensdatenbank aufzubauen, die Sie allen Mitarbeitern, die mit diesem Tool eben arbeiten, auch zur Verfügung zu stellen, sodass jeder hier dran wieder anknüpfen kann.
Es geht sogar noch weiter. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Es geht sogar noch weiter, dass auch ein komplettes Ticketing-System aufgesetzt werden kann. Also in größeren Unternehmen mit mehreren hundert Supportern vielleicht, dass man dort auch sagen kann, es kann tickettechnisch nach Abruf separiert werden. Und das, glaube ich, gibt es auch was bei größeren Lösungen. Wenn wir so einen Klassiker mal angucken, die Telekom vielleicht, ja, da sitzen Service Center voll mit Mitarbeitern. Da reicht es auch immer jemand. Aber manchmal auch das über ein Ticket dann Step-by-Step abgearbeitet wird. Ja, über Callcenter, die entsprechend eingerichtet werden könnten, genau, wenn sie den Service zur Verfügung stellen. Sie haben ja auch dadurch die Möglichkeit, beispielsweise ganz neue Service-Modelle für ihre Kunden bereitzustellen, indem sie dann Serviceverträge aufsetzen und dann die mit der Verfügbarkeit entsprechend dann auch über dieses Tool das Ganze zur Verfügung stellen. Ja. Und vor allen Dingen in sämtlichen Branchen haben sie Einsatzmöglichkeiten im Bereich Service, im Bereich Inbetriebnahme, Wartung und das, was ich eben auch schon erwähnt hatte, für Schulungszwecke, dass sie auch für ihre Azubi-Abteilung beispielsweise hier nochmal ein neues Tool zur Verfügung stellen für Montageprozesse, ja, Instandhaltung und viele, viele mehr Möglichkeiten, die sie hier haben, um entsprechend die Prozesse zu optimieren. Ich hatte gerade kürzlich einen Fall bei einem Kunden, da ging es auch um eine Inbetriebnahme, das finde ich auch nochmal einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Das heißt, wenn zur Inbetriebnahme zwei oder drei Servicetechniker oder Service- oder Maschinenbauingenieure vor Ort sein müssen, die aber zeitgleich vielleicht gar nicht anwesend sein können, aus welchen Gründen auch immer, können sich weltweit, egal wo sie sich gerade aufhalten, natürlich dazuschalten und ihr Expertenwissen dazu beitragen, um diese Maschinen in Betrieb zu nehmen. Es muss eben nicht mehr darauf geachtet werden, dass irgendwann ein Termin verschoben wird und nochmal zwei, drei Wochen nach hinten, bis die Inbetriebnahme endlich stattfinden kann. Ganz im Gegenteil, sie können jetzt sofort ad hoc mit der Inbetriebnahme einer größeren Einheit oder größeren Maschine beginnen. Und wie du es auch gerade gesagt hast zuvor, in sämtlichen Branchen, das heißt, wir reden ja auch von Pharma oder auch in Bereichen, wo Lebensmittel verarbeitet werden. Food, genau. Pharma, genau. Das macht die Sache so breit und auch so spannend. Ja, und vor allen Dingen, du hattest eben angesprochen, oftmals sind ja verschiedene Kompetenzen vorhanden, ja, dass man, um einen Servicefall durchleiten zu können oder entsprechend unterstützen zu können, hat man die Möglichkeit, dass sich ein Electrical Engineer aufschaltet, der beispielsweise in Frankreich sitzt und ein Mechanical Engineer, der an einem ganz anderen Ort ist, über dieses Tool. Deswegen sind wir eben auch mit Multiconferencing dabei und haben die Möglichkeit, entsprechend hier verschiedenste Kompetenzen mit einzubringen. Genau. Ja? Und es wird noch cooler. Man kann das Ganze nämlich auch, man kann das Ganze auch mit einer gewissen Sprachpräferenz, das zeigen wir nachher noch kurz, vorinstellen. Das heißt also, selbst wenn der Experte vielleicht nur Französisch spricht, Spanisch oder Chinesisch in dem Fall, da kommt man nicht mehr an seine Grenzen. Ganz im Gegenteil, ein Übersetzungstool wird dann auch dafür sorgen, dass, sag ich mal, Sprachbarrieren abgebaut werden können oder das zeigen wir gleich nochmal live im Chat. Genau, oder gegebenenfalls da andere Lösungen gefunden werden können. Ja, Lieblingsfolie. Genau, Lieblingsfolie. Hier sehen wir nochmal die Gegenüberstellung mit und ohne unserer Lösung oder Ihrer Lösung demnächst, liebe Zuschauer. Ganz zu Beginn wird erstmal das Problem erfasst, beschrieben, umschrieben. Dann beginnt die Rüst- und Reisezeit eines Technikers, der rausfährt eben und das Problem wird gelöst. Ja. Wenn dann wieder hier die Rückreisezeit beginnt, verstreicht einfach viel Zeit, es gehen Kosten damit einher und wie Sie sehen hier freitags am besten aus dem Kopf heraus wird das Ganze dann dokumentiert von den Servicetechnikern, die dann das, was im Laufe der Woche sich ereignet hat, hier entsprechend nochmal niederschreiben. Und mit unserer Lösung erfassen Sie das Problem natürlich viel schneller. Sie brauchen die Dinge nicht umschreiben, beschreiben, umständlich. Sie halten einfach nur die Kamera in Form der Brille oder des Handys oder des Smartphones, Tablets drauf. Und dann haben Sie hier den Problemfall und das können Sie alles hier an Kosten einsparen. Und vor allen Dingen aber auch der Mehrwert für Ihre Endkunden ist ja dann, dass sich die Maschinenstillstände wesentlich verkürzen, die Reaktionszeiten, die Sie hier ermöglicht bekommen, verkürzen sich entsprechend. Und das ist natürlich sehr, sehr viel Mehrwert. Wir brauchen nicht zu erklären, was es kostet, wenn eine Produktionsanlage erstmal zum Stillstand kommt. Also wenn jetzt CEOs oder CFOs in den Unternehmen mit dazugeschaltet sind, das ist eine Folie, die für Sie sehr spannend ist. Denn wenn man letztendlich von 60-70% Ersparnis redet bei Servicefällen, wir haben auch eine Statistik darüber, was an Servicefällen in Deutschland im Maschinenbau grundsätzlich anfällt. Das geht in den Milliardenbereich und Sie werden sicherlich wissen, dass wir ganz genau an dieser Stelle
oder Sie ansetzen werden, um künftig hier die Kosten zu senken. Eine Lösung, und das kommt hinterher auch noch zum Tragen, da wir hier einen sehr, sehr niedrige Investitionen haben, sind Sie in der Lage, hiermit zum Beispiel schon mal die ganz, ganz übelsten Dinge, die auch ganz weit entfernt sind, irgendwo auf der Welt, die Sie planen oder die Sie warten müssen, in kürzester Zeit oder in Kleinigkeiten, dafür jemand ins Flugzeug steigen muss und reisen muss. Das gehört in Zukunft der Vergangenheit an. Und Sie werden in der Lage sein, mit einer aufgesetzten bidirektionalen Lösung dort Hilfestellung zu geben. Und zwar so, dass der Kunde zufrieden ist und dass ihm schnell geholfen wird. Denn auch Stillstandszeiten von Maschinen, das wissen wir auch aus der Erfahrung, kosten so viel Geld. Da wird jeder sehr, sehr glücklich drüber sein. Also seien Sie gespannt, was noch so kommt. Ja, nicht nur, dass Sie Kosten einsparen können, Sie können tatsächlich auch gewinnbringend mit diesem Tool arbeiten. Denn stellen Sie sich vor, wenn Sie das Ganze schon automatisch generiert haben, dadurch, weil Sie einen Flug ersparen konnten und entsprechend Service-Level-Agreements mit Ihren Kunden vereinbart haben, arbeiten Sie gewinnbringend. Ja. Und vor allen Dingen auch, wie Stefan das vorhin gesagt hat, Sie arbeiten mit Ihren Kunden enger zusammen. Das heißt, Sie haben auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit, Kundenbindung aufzubauen. Absolut mit richtig, neuen Service-Modellen entsprechend. Absolut richtig. Wir kommen jetzt hier nochmal zu einigen Use Cases, die wir Ihnen vorstellen wollen. Hier sehen Sie in dem Fall tatsächlich ein chinesischer Kunde unseres Kunden, der hier vor einem Schaltschrank steht. Sie haben hier die Möglichkeit, dass natürlich unterstützt werden kann. Ganz einfach ein Hands-Free, in dem Fall, weil die Datenbrille ja aufgesetzt wurde, ein Call gestartet wurde. Das geht ganz einfach und vor allen Dingen auch, Sie authentifizieren sich nochmal als User, als Operator hier in diesem Fall, um nochmal das Ganze sicherer zu machen. Das heißt, der Datenschutz wird bei uns sehr groß geschrieben. Wir haben noch dazu einen externen Datenschutzbeauftragten mit an Bord und das alles auf sehr sicherem Wege. Das sagen ja alle, Datenschutz wird groß geschrieben. 256 SSL kryptisch verschlüsselt. Genau, ja. Das muss man wirklich auch nochmal erklären. Wir haben ja im Mai 2018 unterliegen wir alle der neuen Datenschutzgrundverordnung der Europäischen. Und ich kann es gleich vorwegnehmen. Sie alle wissen das. Die Strafen sind drastischer geworden. Das heißt, es wird jetzt heute auch der gesamte Konzernumsatz zugrunde gelegt im Falle eines Datenmissbrauches. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass Sie heute safe sind und dass Sie genau wissen, wo die Daten landen, was mit den Daten passiert und dass Sie es jederzeit auch belegen können. Und da ist bei dieser Lösung auch mit dem Softwareanbieter zusammen eine fantastische Grundlage gelegt worden, dass wir diese Dinge halt auch alle abbilden. Das finde ich, das ist mal eine ganz, ganz wichtige Message an dieser Stelle. Vielleicht auch da nochmal eine kurze Erklärung. Wir haben weltweit gegenwärtig 15 Server im Einsatz, die aber nur einen Routing eine Routing-Funktion haben und der Server selber, da nutzen wir die Microsoft Azure Cloud, die steht eben in Irland, das heißt auch da nach westeuropäischen Bedingungen das Ganze. Genau. Ja. So, jetzt hier die nächste Folie, da sehen Sie, wir haben auch die Möglichkeit, ad hoc zu reagieren, beziehungsweise Sie, lieber Zuschauer, wenn Sie unser Tool hier nutzen, indem Sie nicht auf Ihrem Portal sämtliche Kunden angebunden haben, sondern auch die Möglichkeit haben, ad hoc einen Link zuzusenden. Das kommt dann bei Ihrem Kunden oder Hilfesuchenden in dem Fall auf seinem Handy an, eröffnet seinen Link, öffnet dann einfach noch Kamera und Ton, gibt das Ganze frei und dann kann bereits auch da über diesen einfachen Weg ein Prozess gestartet werden, dass Sie auch bei komplexen Hilfestellungen da entsprechend behilflich sind. Genau, ganz einfach, ist einer nicht im Portal, zack, ich schicke ihm eine Lizenz rüber, loggt sich ein, ich kann ihm sofort helfen. So ist sensationell. Und vor allen Dingen auch hier, Sie sehen, da ist eine Maschine als User, die fungiert hier als User. Das heißt, wenn Sie im Schichtbetrieb arbeiten und ein Mitarbeiter hat hier ein Problem mit der Maschine, dann haben Sie einen QR-Code an der Maschine direkt angebracht. Er hält die Brille drauf und hat sämtliche Informationen, die dort entsprechend hinterlegt sind, zu der Maschine und kann auch selbst hier direkt das Ganze lösen. Dann mit die Azubis, dann mit die ungelernten Fachkräfte. Alle können Zugriff darauf nehmen und eine Hilfestellung bekommen. Das ist ja, absolut, ja. So, hier sehen Sie nochmal das Ganze zu einer beträchtlich niedrigen Anfangsinvestition.
Wir gehen hier einfach weiter, wir wollen noch ein bisschen Praxisbeispiele zeigen. Wir zeigen Ihnen hier einfach mal eine Brille. Wir kennen den Markt, wir bieten Ihnen verschiedene Brillen an, wenn dieses gewünscht ist und Sie nicht mit Ihren eigenen Tools arbeiten möchten. Und hier haben wir jetzt eine RealWear HMT1. HMT steht für Head Mounted Tablet. Diese Kamera hat den Vorteil, dass sie eine hohe Auflösung hat, einen eingebauten Autofokus vor allen Dingen. Ja. Sieht cool aus. Ja, das muss man zeigen können, wie das ganze Ding aussieht. Absolut. Und eben IP66 geschützt ist. Das heißt also hier nochmal Stahlwasser geschützt, staubdicht. Das Ganze gibt es auch als ex-geschützte Variante. Und hier hinten sieht man das wunderbar. Da sind 4 eingebaute Richtmikrofone drin. Das heißt, sie arbeiten absolut kabelfrei. Hier ist die Kamera oben. Hier ist das monokulare Sichtfeld. Ja. Und dann können Sie jederzeit, wenn Sie auch den Service-Fall haben, Sie haben das verstanden, was der Supporter Ihnen da zeigt, haben Sie auch die Möglichkeit, den Bügel einfach nach oben wegzuklappen. Genau, und einfach so zur Seite weg. Ja, kann hier wieder arbeiten, kann den Bügel wieder ranklappen. Ja, und das ganze Thema voll sprachgesteuert. Also wenn ich jetzt in die nächsten Module einsteigen würde, würde ich jetzt sagen, My Programs. Warte mal, was richtig? Nee, ist an. My Programs. So, da haben Sie gerade eben gehört, schaltet dann quasi jetzt durch das Menü. Ich kann, wenn ich den Kopf bewege, jetzt auf die komplette Android-Oberfläche draufgehen und mich in die Applikation. Also es ist ja nicht mehr als eine App, die Support-App. Und da kann ich jetzt in diese App einwählen, indem ich das einfach auch per Sprache sage, Augmented Support zum Beispiel. Ja, und würde jetzt mich mit einem QR-Code identifizieren, den halte ich einfach vor dem Bildschirm. Hier oben sehen Sie die Kamera und diese Kamera nimmt im Prinzip dann auch all das auf. Wir können das jetzt gerade hier aufgrund von technischen Gegebenheiten nicht hundertprozentig übertragen in ein Webinar, aber wir können Ihnen auch gerne, das dürfen Sie im Anschluss auch einfordern, bei uns noch ein Video mit einer tatsächlichen Erklärung und eines Anwendungsfalls. Da sehen Sie das nochmal genau bei einem Kunden, Beispielvideo. Ich wollte Ihnen das nur gerne mal zeigen. Das ist ein Modell, das ist die sprachgesteuerte Variante. Ich zeige Ihnen nochmal gerade eben, muss ich kurz raus. Es gibt auch noch ein anderes Modell. Ich setze das mal kurz auf. Das ist für Brillenträger jetzt mal nicht ganz so perfekt, aber das wäre jetzt die Epson BT300, funktioniert dann aber kabelgebunden mit einem Bedienpanel bzw. mit einer Maus und so navigieren Sie sich dann quasi statt sprachgesteuert durch das Menü, was Sie in der Brille sehen und können diesen Support-Fall auch setzen. So sieht diese Maus dann aus, man kann das ganze Thema sperren, ich kann mich navigieren mit den einzelnen Pfeiltasten rausgehen. Das ist also alles sehr, sehr einfach gehalten und sehr sportlich in der Bedienung. Und vor allen Dingen auch hier, Sie melden sich einmal an über den QR-Code beispielsweise. Genau. Und wenn Sie angemeldet sind und die Verbindung zum Supporter hergestellt ist, dann können Sie das einfach in die Hemdtasche, in die Hosentasche wieder reinstecken und haben dann auch eben die Hände frei. Das ist eben der Vorteil von den Brillen. Ja. Ja? Da bieten wir mehrere Brillen an, insofern dieses gewünscht ist. Ja, jetzt wollen wir Ihnen hier nochmal was zur Authentifizierung zeigen. Das heißt auch hier Datensicherheit hatten wir eben schon angesprochen. Das Ganze ist ISO-zertifiziert. Entsprechend die Paragraphen, die hier aufgeführt sind vom Datenschutzgesetz. Sie haben verschiedene Browser, die Sie wählen können, optional nicht den Internet Explorer, der unterstützt dieses moderne WebRTC eben nicht, mit dem wir arbeiten. Genau. Ja. Und RTC, Real-Time Communication. So ist es. Wer da nicht so ganz konform ist, ist halt eine Lösung, um in Echtzeit zu kommunizieren. Und die Browser-Anbieter müssen auch die Programmierarbeit und die Unterstützung, den Support dafür auch leisten. Das hat halt den Internet Explorer leider nicht. So ist es. Aber wie gesagt, hier sind verschiedenste Browser zur Verfügung, die Sie haben und da haben Sie eine wunderbare Auflösung, auch dass das Ganze entsprechend da unterstützt wird. Jetzt sind wir hier am Ende dieser Präsentation angelangt. Mhm. Wir wollen einfach mal das Ganze live zeigen. Genau. Und zwar machen wir jetzt einfach mal einen Support-Fall auf. Das heißt, Heiko, du loggst dich jetzt in das Augmented-Portal ein. Das sehen Sie jetzt auch. Und ich werde den Call mit einem herkömmlichen iPhone
Weil sich einfach besser zeigen lässt in diesem Fall. Genau, weil sich einfach besser zeigen lässt. Also Sie sehen hier oben, das ist das Dashboard, was Sie zur Verfügung haben. Das ist das Menü. Dann klicken Sie hier oben einfach auf Ihre Teilnehmerliste. Ich bin jetzt angemeldet als Administrator, damit wir den Supportfall so durchführen können. Mhm. Und du hast die App hochgeladen. Das heißt, hier klinge ich jetzt den Stefan Burgdorf an. Ich zeige Ihnen das mal so, dass Sie das sehen können. Jetzt ruft mich also der Admin an. Ich bekomme zeitgleich dazu eine Push-Nachricht per SMS und ich bekomme auch noch eine E-Mail. Das kann man vorher einstellen. So, und dann nehme ich diesen, kann man das so machen, nehme dann diesen Support-Fall einfach an und habe jetzt die erste Bildübertragung. Ich drehe das mal nach so. Damit wir keine Rückkopplung haben, müssen wir jetzt Mikrofon kurz ausschalten. Ja. So, wunderbar. Und jetzt schalte ich noch das Bild ein. Und jetzt sehen Sie, wie ich es jetzt auf dem Handy sehe. Kann man das so erkennen? Ja, ne? Soll ich ein bisschen näher ran noch? So vielleicht. Und jetzt machen wir so einen Fall einfach mal durch. Ich bin jetzt der Werker an der Maschine und sage jetzt zum Beispiel, die Maschine ist in dem Fall ein Notebook. Und jetzt zeige ich hier die Taste A zum Beispiel. Die macht mir große Probleme. Jetzt habe ich hier einfach einen Screenshot gemacht und sehe jetzt hier deutlich auch, was Stefan hier vor der Maschine stehend sieht. Ich habe die Möglichkeit, hier nochmal verschiedene Farben auszuwählen. Nehmen wir mal rot. Hier sehen Sie die Tools auf der linken Seite. Jetzt möchte ich einfach mal hier etwas hervorheben. Das heißt, ich kreise das hier ein. Brauche nicht lange B schreiben, umschreiben, drücke auf Senden. In dem Moment kommt das jetzt hier gleich auf dem Handy an? Genau, und jetzt sieht man hier, dass ich sehe im Handy rechts oben bei Chat, da ist so ein kleiner roter Punkt. Ja, und da würde ich dann jetzt einfach auch drauf drücken und da macht sich dieser Chat auf. Und diesen Chat sehen Sie jetzt aber auch. Hier sehen Sie, ich sehe als Supporter im Prinzip alles. Ich sehe das Live-Bild, ich habe hier einen Chat, was noch ein weiterer großer Vorteil ist. Da sehe ich genau, was hier versendet wurde, was beim Stefan angekommen ist. Wir können jetzt nochmal das, was wir eben erwähnt hatten, auch einstellen. Das heißt, das ist hier die Präferenzsprache. Sie sehen Select Language. Da gehen hier die Sprachen entsprechend auf. Ich stelle das Ganze hier mal auf Englisch ein. Translate automatically und bestätige das Ganze. Das heißt, meine Präferenzsprache ist jetzt auf Englisch. Genau. Stefan, du hast das Ganze auf Deutsch eingestellt. Genau, ich bin in Deutschland, da habe ich jetzt hier einen Support-Fall. Du bist der Profi in England. Ich spreche jetzt aber kein Englisch zum Beispiel. Ihr könnt jetzt auch Russisch sein, Chinesisch oder was auch immer. Begrüße dich erstmal mit guten Morgen. Wir können uns gegenseitig eben auch sehen. Das heißt also, man stellt sich dann vor. Ja. Und alles auch, was hier an. Wie sieht das dann so aus? Chats, ich habe den Chat aufgemacht. Und habe guten Morgen geschrieben am iPhone und kommt jetzt entsprechend auch in Good Morning übersetzt. Genau, Sie sehen hier, ich kann das Ganze natürlich auch nochmal in die aktuelle Sprache zurücksetzen, drücke dann hier auf Aktualisieren und dann kommt das in der originären Sprache entsprechend wieder raus. Ja? Also hier ein wunderbares Tool, um Sprachbarrieren nochmal abzubauen. Ja. Genau, und jetzt ist man auch in der Lage, Heike, das zeigen wir Ihnen auch gerade noch schnell, weil das ist wichtig, dass wir jetzt hier sagen können, ich kann genauso in dem Screenshot, in dem Chat zeichnen. Das heißt also, ich nehme mir den, haben wir ihn jetzt? Ne, das ist das andere Bild. Mal bestätigen draufdrücken. Ups. Chat. Oh, wo ist denn der jetzt? Der weg. Ich kann ihn noch mal sehen. Ja, dann nehmen bitte noch mal alles, kurz. Was auch an Chats gelaufen ist, kann ich entsprechend noch mal zur Erinnerung senden. Mhm. Und dann kommt das hier noch mal an. Hier ist der Chatverkehr, der sich hier entsprechend auflistet. Ja, jetzt müsste ich. Hast du schon? Ich habe schon gesendet. Okay. Okay, so, wunderbar. So, kommt jetzt nicht, warum ist die Frage? Was sonst auch noch eine coole Funktion ist, Sie haben hier noch einen Pointer, das heißt, Sie können im Live-Bild auch auf etwas zeigen, was dann entsprechend, wenn Sie mit vier Personen meinetwegen im Call drin sind, noch mal kurz, dann können wir mit Namen noch mal, eingeblendet wird. Können wir es nochmal auf dem Telefon auch zeigen? Sieht man den Cursor? Ist sichtbar. Ja? Mhm. Okay, wunderbar. Also auch im Live-Bild kann man jemanden von A nach B schicken, das ist ganz entscheidend, hier auch nochmal zu sagen. Das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, Screenshots auszutauschen, aber auch entsprechend alles, was Sie an Materialsammlung auf Ihrem Rechner haben. Das heißt, hier gehe ich dann auf dieses
Anlagezeichen beispielsweise drauf und hätte hier die Möglichkeit, jetzt brauche ich doch meine Brille. Ja, ich nehme mal direkt und mache jetzt schon ein Foto vielleicht noch, das ist auch ganz interessant. Was auch immer hier an Dokumenten drauf ist, an Kontakten drauf ist, können Sie dann senden. Das ist jetzt ja erstmal von Frau Jörg Schlichting. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so aufmachen sollte. Gespeicherte Bilder ist leer. Ja. Da haben wir jetzt nichts weiter drin. Aber wie gesagt, Sie können Dokumente austauschen, Sie können Screenshots nehmen, alles, was zur Unterstützung gilt, um den Supporter, um den Operator vor Ort entsprechend zu unterstützen, dass er seinen Supportfall durch. Genau, ich habe dir also gerade eben nochmal ein aktuelles Foto geschickt im Chat, das sieht man also auch nochmal. Und ja, Sie sehen jetzt auch hier unten, wo die. Das ist das hier, das hattest du mir genau, geschickt. Genau, das habe ich eben gerade hier von der. Von der Webinartechnik habe ich das nochmal eben geschickt. Das heißt also, jetzt kannst du sagen, also du nimmst jetzt auch eine Zeichnung vor, schickst mir das wieder zurück und ich kann entsprechend auch nochmal dort hineinzeichnen und sagen, ich möchte ja auf irgendwas Besonderes hinweisen. Ja. Hier beispielsweise zeige ich auf das Mikrofon, drück wieder auf Senden und dann sehen Sie hier, wird das Ganze entsprechend auch aufgelistet wieder. Das ist jetzt bei dir auf dem Handy entsprechend auch angekommen. Mhm. Ja. Also so viel dazu als Beispiel. Wir haben auch die Möglichkeit, wenn Sie da Interesse dran haben, dass Sie uns nochmal direkt ansprechen, führen wir gerne das Ganze nochmal vor. Wir kommen auch zu Ihnen ins Unternehmen und stellen Ihnen das Ganze nochmal live dann auch vor. Ja? Genau, das ist, ja, würde ich sagen, ist in dem Falle sogar notwendig, denn wir haben mehrere, durch die Multi-Device-Fähigkeit mehrere Möglichkeiten zu zeigen, was ist für Sie der beste Bereich oder was ist für Sie die beste Wahl. Nehmen Sie ein Telefon, ein Tablet oder nehmen Sie tatsächlich eine Datenbrille. Entscheidend ist hier, dass man selber auch einfach mal ein Gefühl dafür kriegt, dass man selber damit rumspielen kann. Ja, ich habe, also der Call ist immer noch aktiv. Sie sehen das, wenn ich mein Telefon hier nehme, ich gehe einfach mal über die Tastatur des Notebooks. Auch was das Multiconferencing anbetrifft, ich bin jetzt in der Lage zum Beispiel auch zu sagen, ich nehme noch einen dritten Experten jetzt mit rein, könnte den von meinem Telefon aus direkt anwählen. Du könntest es hier aus dem Portal nochmal tun und einen dritten mit anwählen, da hätten wir auch einmal drei Personen im Chat. Und hier sieht man das nochmal wunderbar. Hier sind die Teilnehmer, die aufgelistet sind, die drin sind. Ich müsste hier einfach auf das Pluszeichen gehen. Meine Kontaktliste geht auf und dann könnten noch weitere Teilnehmer hinzugewählt werden, ja, die dann aus dem Call heraus noch hinzugewählt werden. Genau. Und wie Sie das auch aus einer Telefonkonferenz kennen, kann ich jetzt auch aus dem Call herausgehen, aber der Call bleibt für die anderen bestehen. Das heißt also, erst wenn alle auch tatsächlich aufgelegt haben, dann ist man in der Lage, das oder den Call dann auch zu beenden. Und dann anschließend der Supportbericht, um den nochmal zu erwähnen, wenn der letzte Teilnehmer aufgelegt hat, dann erst ist der Call beendet und dann können alle entsprechend nochmal an diesem Supportbericht mitwirken. Mhm, ja? Genau. Und der wird dann entsprechend erstellt, den haben Sie für Ihre Kunden, aber auch als Evaluierungstool. Ein wunderbares Tool, wenn Sie feststellen, zum Beispiel an einer Maschine klemmt häufiger etwas, dann geben Sie auch das wieder zurück als Meldung an Ihre F&E-Abteilung beispielsweise. Ja. Oder Sie haben die Möglichkeit, Sie haben die Möglichkeit, einfach darüber vieles auszuwerten, nochmal sich das direkt anzuschauen und in Ihrem System das entsprechend abzulegen. Also jedes geschossene Bild, jedes Video, was man vielleicht gemacht hat, den gesamten Textverlauf, all das ist in einem Servicebericht hinterher vorhanden. Das heißt, Sie brauchen überhaupt gar nicht mehr darüber nachdenken, wenn Sie auf dem Rückweg sind. Erstmal die Reisezeit, dann muss ich mich noch, was wären jetzt eigentlich gewesen, was waren die Hauptprobleme, ich muss alles niederschreiben. Sie wollen ja schließlich auch hinterher, wenn Sie außerhalb Ihrer Garantiezeit sind und einen Service haben, schnellstmöglich auch die Rechnung an den Kunden schicken. Und wenn Sie sagen können, hier wird ein Supportfall 28 Minuten, wir haben das remote gemacht, Sie saßen in Moskau und wir haben von unserem, wir haben aus Hamburg, aus dem Supportcenter entsprechend geleistet. Dann haben wir jetzt hier 38 Minuten, das kostet 147,80 Euro. Bitte bezahlen, innerhalb von 14 Tagen, zacki, zacki, das Ding ist erledigt. So, schneller kann man keinen Umsatz machen. Das heißt auch hier wieder Geschäftsmodelle, die Sie auch neu kreieren können, indem Sie einfach Ihren Kunden diese Lösung weitergeben oder mit der Maschine gegebenenfalls sogar direkt von Anfang an verkaufen. Das wären also auch Möglichkeiten, die... Aber ja, etliche Kunden, die das entsprechend auch so machen. Die das umgesetzt haben. Als Wettbewerbsvorteil nochmal. Ja. Nochmal vielleicht zusammenfassend, die Möglichkeiten, die Sie haben. Mhm. Sie haben eine viel schnellere Reaktionszeit, Sie haben ein Tool, um selbst
viele Kosten einzusparen. Aus unserer Erfahrung heraus haben wir bis zu 70% der Reisekosten, die nicht mehr getätigt werden müssen, weil die einfach entfallen. Ja? Mhm. Und die Anlagenverfügbarkeit, Reaktionsfähigkeit gegenüber ihren Kunden, Anbindungsmöglichkeiten, noch mehr Bindung zu ihren Kunden, ganz neue Servicemodelle, die sie aufsetzen, um die gesamte Service-Chain aber auch entsprechend abzudecken. Ja, genau. Also alles, um sie noch erfolgreicher zu machen. Wenn Sie sich also fragen, wie werde ich denn überhaupt angerufen oder wie kriege ich oder wie merke ich das oder wie sehe ich das, man hat ja anfangs nochmal gesagt, ich will jetzt nochmal zeigen, ich habe es gerade auf am Telefon, so würde das dann halt aussehen. Moment bitte. So sieht so eine Support-Anfrage dann aus, wenn sie jetzt per noch ein Stück an. E-Mail reinkommt. Ja. So, das heißt also, ich sehe, wer mich dort angerufen hat und um was es geht. Das heißt also, selbst wenn ich unterwegs bin gerade, kann ich sagen, klar, jetzt sofort ad hoc, ich nehme diesen Call entgegen und helfe dir entweder vielleicht sogar schon aus dem Autofahrrecht dran. Also ist alles möglich und das macht die Sache so spannend. Sie sind absolut unabhängig. Sie können weltweit, wo auch immer, an welchem entfernten Ort Sie sich gerade aufhalten, einen Supportfall entsprechend durchführen. Okay, legen wir den vielleicht mal eben auf noch. Dann kann ich nämlich das Telefon auch wieder aus der Hand legen. Wunderbar. Sie sehen, da eben auch nur einer aufgelegt hat, jetzt hätte ich nochmal die Möglichkeit, in den Call auch zurückzugehen und das entsprechend wieder aufzunehmen. Ja. Und ich lege jetzt auch auf. So, also der Call ist beendet und als nächstes würde jetzt dieser der Fall des Serviceberichtes kommen. Aber das gerne live bei Ihnen. In Ihrem Unternehmen. Wir kommen gerne persönlich vorbei, wir, unser Team. Und haben Sie herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, dann melden Sie sich gerne jetzt. Frau Legiobe-Schlichting, ist da noch was eingegangen? Da sind einige Fragen jetzt noch drin. Ja. Die können wir natürlich auch gerne im Nachhinein nochmal schriftlich beantworten, indem wir uns direkt an Sie wenden. Und insofern bedanken wir uns sehr herzlich für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und Ihnen noch einen erfolgreichen Tag. Von meiner Seite auch vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, wir sehen uns bald bei Ihnen im Unternehmen zur Vorstellung. Und dann freue ich mich sehr. Ja, Wiedersehen.